Was? Na. Geh. Geh. Na, was? Was? Na. Geh. Geh. Na. Was? Afnö. Das Wort Afnö oder die Abkürzung Afnö bedeutet so viel wie, ganz banal, Architekturführer Niederösterreich. Und Ein mehrbändiges Werk, das eben nicht vollendet werden konnte, denn es gibt einen fehlenden Band. wenn wir uns kurz vorstellen dürfen, das ist meine Kollegin Theresa Knoss. Und meine Kollegin Doris Granditz. Und wir sitzen hier für das Projektteam AFNÖ. Wir sind gemeinsam mit Carolina Jäger-Klein quasi die Projektleitung. Und die Ausgangslage war eben so, dass das Material, also die Archivunterlagen von Friedrich Ach Leitner im Jahr 1999 von der Stadt Wien angekauft wurden als Vorlass und dann eben an Dietmar Steiner, der damals eben noch leitender Direktor des AZW war, eben zur Verwahrung, zur Bearbeitung an das AZW übergeben. Friedrich Ach Leitner hat dann aufgrund seines fortschreitenden Alters auch einfach selbst gemerkt, dass er nicht mehr in der Lage sein wird, diesen letzten Band abzuschließen, gerade auch im Hinblick darauf, wie aufwendig und wie zeitintensiv eben die Arbeit an diesem dreibändigen Wien-Werk war, sodass eben dann diese Aufgabe an Dietmar Steiner übergeben wurde. Dietmar Steiner war der ehemalige Leiter des AZWs und der Mitbegründer des Architekturzentrums und eben auch ein langjähriger Mitarbeiter, auch Vertrauter und guter Freund. Steiner hat dann versucht, sich ein Projektteam aufzubauen und mit dem Forum Morgen oder über das Forum Morgen auch die TU mit ins Boot geholt. Das heißt, die Kooperation, die dieses Projekt seit jeher hatte, war eigentlich Dietmar Steiner, das AZW, das Forum Morgen, Land Niederösterreich sowie die TU Wien. Ach, Leitner haben wir persönlich leider nie kennengelernt. Wohingegen seine Bücher, vor allem der Architekturführer, natürlich allgegenwärtig ist, sowohl in der Architekten- oder auch der kunstgeschichtlichen Ausbildung, aber natürlich auch jetzt in der Arbeit. Im Architekturstudium hat man dieses Werk einfach immer in Händen und auch in unserer Tätigkeit als Lehrende auf der TU Wien halten wir unsere Studenten jedes Semester an, dieses Nachschlagewerk zu konsultieren auf der einen oder anderen Ebene. Also es ist ja eigentlich das Nachschlagewerk schlechthin für Architektur im 20. Jahrhundert in Österreich und deshalb haben wir vermutlich wie alle anderen Architekten in Österreich damit zu tun gehabt. Der Architekturführer ist bisher in 5 Bänden erschienen. Der erste ist 1980 erschienen und hat 4 Bundesländer in einem Buch vereint, nämlich Tirol, Vorarlberg, Oberösterreich sowie Salzburg. Und dann hat er 1983 weitergemacht mit einem Band, der Kärnten, Steiermark und das Burgenland behandelte. Und dann ging er eben über die Bände zu Wien zu vollenden. Das war in den Jahren 1990, 95 und 2010. Da sind die drei Wien-Bände entstanden. Genau, Wien war ursprünglich auch geplant, als ein Buch herauszubringen, hat sich dann aber gezeigt, dass eben dieses Ausmaß den Band eines Führers sprengen würde. Somit ist der schon in 3 Teile gegliedert erschienen. Die Arbeit zum letzten fehlenden Bundesland Niederösterreich konnte von Ach Leitner dann selbst nicht mehr vollendet werden. Bevor er die Wien-Bände gestartet hat, hat er auch an der Kartei für Niederösterreich gearbeitet, die aber wiederum zur Seite gelegt, weil er merkte, dass es den Rahmen einfach sprengt und er dachte, er vollendet zuerst die Wien-Bände oder den Wien-Band, so wie es angedacht war, bevor er sich eben wieder dann Niederösterreich widmen kann. Man muss sagen, zu Projektbeginn hat Ach Leitner noch gelebt, auch wenn er nicht mehr aktiv in das Projekt involviert war. War Steiner Genau. als eben sein direkter Nachfolger in diesem Projekt, die treibende Kraft,
Mit dem Tod von Biden im Jahr 2019 stehen wir natürlich vor einer ganz anderen Ausgangslage, die eine andere Verantwortung bringt, mit der wir jetzt auch umgehen müssen. Und zudem war es dann auch noch besonders wichtig, eben auch mit mittlerweile dem Nachlass von Achleitner umzugehen und auch mit dem Erbe von Dietmar Steiner in irgendeiner Form umzugehen. Und eben diesen Schatz, den man da hat, dann dementsprechend zu behandeln. Ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Punkt, der jetzt auch konzeptuell bei uns ins Projekt eingeflossen ist. Die Frage des Umgangs mit diesem fehlenden Band jetzt nun zu Niederösterreich ist, ist natürlich einerseits der Anspruch eines Nachschlagewerks, der natürlich in Anlehnung an die bisherigen Bände so erhalten bleiben soll, der aber durch die veränderten Umstände der Entstehung, dass es eben nicht mehr Achleitner selbst hinter dieser Veröffentlichung steht, natürlich einen ganz anderen Background und auch eine ganz andere Basis braucht, um das als solches noch zu legitimieren. Wobei man da sagen muss, dass unser Konzept ganz klar vorsieht, dass diese Objekte, die nicht aus seiner Objektauswahl stammen und aber trotzdem bei uns ins Buch kommen, auch als solche ganz klar ausgewiesen werden. Das heißt, es wird sich abbilden, ist das ein Objekt, das ursprünglich in seiner Auswahl vorhanden war, oder ist das ein Objekt, das eben aus der zeitlichen Distanz, die wir auch jetzt auf seiner Auswahl haben, eben einfach ergänzt werden muss und sollte. Und umso mehr ist es uns ein Anliegen, da eben einen qualitätvollen und adäquaten und entsprechenden Abschluss für diese Reihe von diesem Nachschlagewerk zu finden. Ja, seine Vorgehensweise war prinzipiell natürlich ein ständiges Überarbeiten, also von fragmentarischen Aufnahmen, die er natürlich dann bei den Befragungen nur aufnehmen konnte. Oft steht auf diesen Karteien in Niederösterreich, was uns ja durchaus oft Schwierigkeiten bereitet jetzt in der Bearbeitung, steht drauf Villa bei St. Pölten oder Villa am Waldrand. Das heißt, viele Dinge, die er wirklich nicht gezielt herausgesucht und befahren hat, sondern die ihm aufgefallen sind, während er unterwegs war und eben so Eingang jetzt in sein Karteisystem gefunden haben. Und diese Befahrungen haben sich über einen langen Zeitraum gestreckt. Also er hat prinzipiell für den Architekturführer, glaube ich, in den 60er Jahren schon begonnen, eben diese Befahrungen zu machen. Und dann wurde diese Kartei sukzessive weiter befüllt. Man kann davon ausgehen, dass er eben, solange er konnte, da auch nachgearbeitet hat. Wobei wir aber sagen müssen, ganz wohlwissentlich ist diese Kartei zu Niederösterreich ein Arbeitsstand. Also wir wissen ganz definitiv, die ist nicht fertig bearbeitet. Er ist wirklich durch die Landschaft gefahren. Er hat Orte besichtigt, er hat Landteile besichtigt, er hat das ganze Bundesland besichtigt und hat eben unterwegs seine physischen Karteikarten angelegt, auf denen er steckbriefartig eben die wichtigsten Dinge notiert hat. Zusätzlich ist er auch immer mit einer Kamera ausgestattet gewesen und hat vor Ort auch eben Aufnahmen gleich von seinen Gebäuden gemacht. Davon sind dann die Kontaktabzüge physisch in diese Karteikarten hineingeklebt worden und zudem gibt es eben dann noch die Abzüge, also die Negativen, die sich jetzt in diesem Nachlass auch noch befunden haben, was für uns teilweise auch in der Arbeit eine relativ große Herausforderung war, dann diese Negative wiederum zuzuordnen den jeweiligen Objekten in der Kartei. Und was Achleitner auch noch besonders wichtig war, ist, dass man über ein Objekt nur dann schreiben kann, wenn man es tatsächlich auch gesehen hat. Ja, und vielleicht noch eine Anekdote. Wir wissen auch, dass Achleitner, wenn er vor Ort war, nicht einfach von Gebäude zu Gebäude gefahren ist und schon einen Plan hatte, sondern sich auch berieseln hat lassen von der Architektur, die er gesehen hat, die ihm gefallen hat. Und dass er dann auch ganz einfach hin und wieder vor Ort an die Tür geklopft hat und sich dann dort mit den Eigentümern angefreundet hat, Tage verbracht hat und so eben zu seinen Objekten kam und zu seiner Objektauswahl kam. Das heißt, nochmal zusammengefasst, wir haben eben diesen Grundstock an Informationen, die wir verwerten wollen, nämlich die Achleitner aufgenommen hat. Und da wird dann nochmal ausselektiert, entweder weil keine Informationen da sind oder eben weil es nicht in die Zeit passt oder weil die Objekte komplett überformt sind oder mittlerweile zerstört sind. Und das ist dann eben die Grundauswahl, die wir für diesen Achleitner-Führer andenken. Und dann gibt es da natürlich auch Objekte, die Achleitner nicht aufgenommen hat, sei es jetzt der Zeit geschuldet oder auch
dass er noch nicht flächendeckend ganz Niederösterreich befahren hat, aber eben wichtige Ikonen der Architektur des 20. Jahrhunderts in Niederösterreich, die einfach unerlässlich sind für so einen Führer, die werden dann auch noch ergänzt werden. Unsere persönlichen Ambitionen in dem Projekt mitzuarbeiten. Ja, es ist natürlich eine Ehre, es ist ein gewisser Anspruch und ein gewisser Druck, den man sich dadurch selber macht, dass es eben ein total wichtiges, ein total bedeutsames, ein namhaftes Werk ist, das hier Vollendung finden soll, ohne dass der Protagonist Friedrich Ach Leitner oder der eigentliche Projektinitiator Dietmar Steiner heute noch am Leben sind. Also es ist ein Umgang mit einem doppelten Erbe, jetzt einem geistigen und einem materiellen, was jetzt den Nachlass betrifft. Und das Projekt eben nach bestem Wissen und Gewissen, nach diesen Ansprüchen fertigzustellen, was natürlich per se schon eine große Motivation und Ambition ist und gleichzeitig aber, wie gesagt, auch ja, durchaus eine Erwartungshaltung, die man an sich selbst und an das Projekt stellt. Jede Planung ist falsch. Die Qualitätsunterschiede liegen nur in der Länge der Zeitspanne, bis die Fehler sichtbar werden. Wir leben mit den Fehlern der Vergangenheit. Und manchmal lieben wir sie sogar. Ja, das ist natürlich sehr polemisch. Ja. So aus dem Kontext genommen lässt sich wahrscheinlich diese Aussage auch auf verschiedene Arten interpretieren und deuten. Was ich denke, was er sagt oder meinen könnte, ist, dass die Architektur an sich niemals perfekt sein kann und dass er darauf anspielt, dass auch die Anforderungen, die man stellt an ein Gebäude, niemals eine gesamtheitlich perfekte sein kann in dem Sinn. Also ich glaube, er spielt einfach mit dieser Erwartungshaltung an Architektur, die ja bis zu einem gewissen Grad auch immer eine sehr subjektive ist, dass dieser Anspruch an Perfektion sich in den seltensten Fällen wird einhalten lassen können. Und dass ein Gebäude, das auch dem kritischen Blick aus einer zeitlichen Distanz standhält, vielleicht eine andere Qualität attestiert wird als einem, das Fehler oder Probleme schon in direkter Betrachtung der Entstehungszeit auffällig macht. Ja, und auch da vielleicht noch ein spannender Nachtrag. Ach Leitner hat ja einige Architekturstile auch aus subjektiver Wahrnehmung heraus einfach ausgelassen. In den anderen Bänden auffällig in Niederösterreich sind wir gerade dran, das auch nachzuprüfen. Eben auch da zeigt es, dass der Fehler oder eben der Geschmack der jeweiligen Zeit dann tatsächlich 20 Jahre später nicht dasselbe sein muss. Fertig.